Und das scheint uns doch sehr schwer zu glauben. Aus Hannover zugeschaltet Dr. Diana Kissow-Warnecke. Sie ist China-Expertin und Lehrbeauftragte an der Uni Bremen. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Guten Tag. Ja, was ist jetzt mittlerweile alles noch darüber bekannt geworden? US-Präsident Joe Biden spricht tatsächlich von einem Verstoß gegen das Völkerrecht, dadurch, dass dieser Ballon in den US-amerikanischen Luftraum eingedrungen ist. Können Sie uns das erklären? Also erst einmal denke ich, müssen da die Rahmenbedingungen weiter recherchiert werden. Die Kommunikation zwischen China und Amerika ist ein Stück weit ins Stocken geraten. Sicher ist aber auch, dass China einen Plan hat, der sicherlich nicht zufällig derartige Ballons durch die Welt oder an die amerikanische Küste entsendet. China hat nach wie vor den Plan, bis 2049 Wirtschaftsmacht Nummer eins in den 10 Branchen, unter anderem E-Mobilität, aber auch Robotik und Biomedizin zu sein. Und da lässt es sich auch nicht irritieren, das Land, sondern verfolgt seinen Plan kontinuierlich Schritt für Schritt. Was wir ja auch an der Rückführung Hongkongs seit dem Rückfall von Great Britain an das Land der Mitte sehen können. Also da wird sicherlich nichts dem Zufall hinterlassen oder ja, da passiert nichts per Zufall. Wir sehen das auch bei der Covid-Strategie. Es mag sein, dass das Land jetzt ein wenig da von seinen Plänen in der zeitlichen Ausrichtung ins Hintertreffen gelangt ist. Das sorgt aber nicht dafür, dass diese Pläne aufgegeben werden. Und so dürfte sich auch die Situation im Hinblick auf weitere Forschungsergebnisse darstellen. Nun sollen die USA ja kein Einzelfall sein. Es gibt Berichte darüber, dass 40 weitere Länder ebenfalls betroffen sein sollen. Und trotzdem ist es ja der erste Vorfall dieser Art, der medial publik ist und auch so laut diskutiert wird. Ist den Chinesen ein Fehler unterlaufen oder warum hat man da vorab noch nirgendwo drüber gelesen oder gesprochen, zumindest nicht so öffentlich? Ich denke, dass wir in der momentanen, wir befinden uns wirklich in Zeiten, wo es tektonische, geopolitische Verschiebungen gibt. Und dass aufgrund dieser Krise des Krieges mit der Ukraine gravierende neue politische Diskussionen entbrannt sind. Diese Vorfälle hat es auch in Hinsicht auf andere Länder häufiger gegeben. Ich denke, man ist da globalpolitisch sehr aneinander interessiert. Ich würde das jetzt nicht unbedingt auf ein neues Handlungsfeld der Chinesen zurückführen. Ich hätte jetzt im Jahr 2023 ehrlich gesagt mehr Hightech-Spionage von den Chinesen erwartet. Können Sie sich erklären, warum da ein solcher Ballon gewählt wird, der dann doch recht einfach zu entdecken ist? Und was für Daten hofft man damit zu gewinnen, die zum Beispiel Satelliten nicht bringen? Oh, die Ballons haben den unglaublichen Vorteil, dass sie unter dem Radar hindurch oder nicht sofort erfasst werden können und dass man die, die Windströme sehr gut nutzen kann. Die Chinesen verfügen sehr wohl über sehr gute Hightech-Möglichkeiten. Sie halten ja zum Beispiel auch über 50% der weltweiten Quantencomputing-Patente und das wird ausgebaut. Und wenn Sie sich das ganze Investment auch gerade in diesem Bereich anschauen, dann sieht der Rest der Welt dort schon ein wenig schwächer aus. Wir haben da eher den Nachholbedarf, da haben Sie recht, als westliche Welt. Ja, sehr interessante Informationen. Wir danken Ihnen erstmal dafür und auch danke für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.